Guten Tag. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, betrieben von mir, der Personifizierung von Frauenverachtung und Arroganz. Hier werden Sie geholfen. Bevor wir loslegen, möchte ich mich erstmal bedanken. Danke für über 10.000 Abonnenten. Meine Kritiker unterstellen mir ja gerne eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur, aber die Wahrheit ist, dass ich lange nicht so selbstverliebt bin, wie es einem übersteigerten Selbstwertgefühl zugutekommen würde. Tatsächlich bin ich ursprünglich nicht davon ausgegangen, dass meine Videos irgendjemanden interessieren. Ich dachte, ich würde das hier nur zu meinem eigenen Frustabbau betreiben. Dementsprechend bin ich immer wieder überrascht, dass es Leute gibt, die im Angesicht meiner öffentlichen Person entflammen, sei es in die ein oder andere Richtung. Also danke, dass ihr hier seid und Kommentare schreibt und mir so viel freundliches oder unfreundliches Feedback gebt. Das bedeutet mir viel. Vielleicht werde ich ja doch mal reich und berühmt. Apropos reich und berühmt. Eigentümlich Frei war so freundlich, eine kleine Befragung mit mir durchzuführen, die sie nun in ihrer neuesten Ausgabe veröffentlicht haben. Wenn ihr also eure Stalker-Gelüste weiter befriedigen möchtet, wisst ihr nun, zu wem ihr euer Taschengeld bringen könnt. Und nun zum eigentlichen Thema. Ich bin seit nunmehr einem Jahr auf YouTube und es gibt Fragen, die mir immer wieder begegnen. Eine davon geht mit der allgemeinen Verwunderung einher, weswegen es so wenig von meiner Sorte gibt. Und damit meinen die Leute weniger meine unfassbar sympathische Besserwisserei, als vielmehr die Gründe, die hinter dem Frauenmangel in puncto rechte Positionen vorherrscht. Warum sind so viele Frauen links eingestellt? Ist das überhaupt der Fall? Was sind die tiefliegenden Gründe dahinter? Und welche Maßnahmen könnte die politische Rechte ergreifen, um etwas daran zu ändern? Fragen über Fragen, die hoffentlich in den nächsten Minuten zu einer Antwort finden werden. Kleiner Haftungsausschluss. Um meine Ausführungen zu belegen, werde ich im Folgenden auf Geschlechtsunterschiede zu sprechen kommen, ohne deren kausale Hintergründe näher zu beleuchten. Ich bin mir der Anlage-Umwelt-Kontroverse durchaus bewusst. Nicht nur, dass sie existiert, sondern auch, dass es nach wie vor keine einheitliche Antwort darauf gibt, weil Konsens in der wissenschaftlichen Welt ein Fremdwort darstellt. Ob die genannten Geschlechtsunterschiede also anerzogen sind oder genetisch determiniert und welche Theorien man noch hinzuziehen könnte, um zu Erklärungen zu gelangen, ist ein interessantes Thema für ein anderes Video. Zweitens, ich rede hier von Tendenzen. Natürlich gibt es auch Männer, die feminine Eigenschaften besitzen und umgekehrt. Wir kennen alle mindestens eine Frau, die nicht so ist wie die von mir beschriebenen. Schon klar. Es geht hier um typisches Verhalten. Abweichungen sind inkludiert. Drittens, weder denunziere ich Frauen noch reduziere ich sie. Denn das würde bedeuten, dass ich mich selbst einer derartigen Behandlung unterziehe, weil ich alle genannten Eigenschaften in einem Großteil selbst verkörpere und sehr dankbar dafür bin. Viertens. Alles ist relativ und situationsbedingt, auch typisch männliches, typisch weibliches Verhalten. Fünftens. Ich werde von linken Positionen im Allgemeinen sprechen, ohne dabei auf woke Positionen im Speziellen einzugehen. Die Wokeness-Bubble mit ihren psychologisch teilweise sehr auffälligen Vertretern bräuchte eine ganz eigene Betrachtung, der ich mich gerne in einem anderen Video annehme. Fangen wir mit den politischen Definitionen an. Was meine ich genau, wenn ich von links und in Abgrenzung dessen von rechts spreche? Allein aufgrund der Verschiebung des Overtone-Fensters und der damit einhergegangenen emotionalen Überfrachtung des Themas ist es ja ein bisschen schwierig geworden, vor allem für unsere Mainstream-Presse, sich diesen neutral zu nähern. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, lest die CDU-Parteiprogramme von vor 10, 20 Jahren und wundert euch, weswegen die Medien damals diese Schriften der Fremdenfeindlichkeit so derart entspannt hingenommen haben. Dass sich in unserer Gesellschaft ein Linksruck vollzogen hat, sieht man auch besonders schön an der Gegebenheit, dass zwischen rechter Mitte, radikalen Extrem nur noch selten unterschieden wird. Ich werde ja auch als Nazi und Superrechte gehandelt. Habt, was schon witzig ist, wenn ich an die Neonazi-Idioten meiner Mittelschulzeit denke, für die meine Freundinnen und ich Zecken gewesen sind. Meinen heutigen Kritikern empfehle ich in jedem Fall einen Ausflug auf das nächste Rechtsrock-Festival. Vielleicht kommt man dann mal wieder in der Realität an. Wie dem auch sei. Eigentlich ist die reine Links-Rechts-Verortung ja absolut ungenügend, wenn es darum geht, die eigene politische Position adäquat zu beschreiben. Denn sie sagt nichts darüber aus, wie genau die einzelnen Forderungen durchgesetzt werden sollen, weil diese Form des eindimensionalen Spektrums nicht zwischen autoritär und libertär unterscheidet. Dies ist eine ganz eigene Achse, die hinzugefügt werden muss, aber im heutigen medialen Diskurs überhaupt nicht bedacht wird. Da heißt es mitunter pauschalisierend, rechts ist gleich demokratiefeindlich. Sorry. Nein. Du kannst sowohl rechter als auch linker Anarchist sein und genauso gut linker oder rechter Autokrat. Menschen sind nun mal nicht eindimensional oder nur in den seltensten Fällen. Und so ist es selbstverständlich auch möglich, dass du zu dem einen Thema eine linke Position vertrittst und zu dem anderen eine rechte. Trotz allem weiß der Einzelne in unserer gespaltenen Gesellschaft zumeist sehr genau, in welches Lager er sich verortet, ob er zu den Guten oder zu den Bösen gehört oder in der vermeintlichen Mitte stehen bleibt, um sich nicht konfrontieren zu müssen. Und so schauen wir uns mal an, welche Schlagworte und Inhalte gemeinhin mit den einzelnen Begriffen assoziiert werden. Eine kleine Übersicht.
Sicht. Als links gilt der Egalitarismus. Man geht von der Gleichheit der Menschen aus und möchte diese in der Gesellschaft so weit wie möglich umgesetzt sehen, indem Hierarchien abgeschafft oder eingeschränkt werden. Man ist progressiv eingestellt, strebt nach Fortschritt. Das Alte soll überwunden werden. Zu diesem Alten zählt auch der Nationalstaat, weil man eher internationalistisch eingestellt ist und globalistische Strukturen fördern möchte. Und das im Namen von sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit, indem Ausbeutung und Unterdrückung bekämpft werden. Hinzu kommen Minderheitenschutz und Identitätspolitik, sprich Antirassismus, Feminismus und Umweltschutz. Wobei Letzteres auch im rechten Lager präsent ist, aber es ist im Moment medial gesehen ein eher linkes Thema. Wichtig ist in jedem Fall Solidarität mit den Schwächeren. Als rechts gilt der Elitarismus, der davon ausgeht, dass Menschen eben nicht gleich sind und es Hierarchien bedarf, um das Zusammenleben zu ordnen. Man ist konservativ, möchte das Althergebrachte bewahren, ist nationalistisch bzw. patriotisch eingestellt und auf das eigene bedacht. Wichtige Schlagworte sind Ordnung, Disziplin, Anstand, Tradition und Werte. Man will Eigenverantwortung und Eigeninitiative belohnen. Natürlich gibt es hier, wie auch bei den Linken, unterschiedliche Ausprägungen. Was die verschiedenen Gruppierungen der heutigen Zeit jedoch eint, ist vor allem die Ablehnung der im Moment von links angestrebten Gesellschaftsmodifizierung. Ich finde, allein schon bei der Betrachtung dieser kleinen Übersicht könnte für den einen oder anderen ersichtlich werden, weswegen Frauen sich lieber für das eine statt das andere entscheiden. Wenn man noch so konservativ eingestellt ist und von für die Geschlechter typischen Attribute ausgeht, so erkennt man, dass das linke Spektrum eher weibliche Eigenschaften wie Empathie und Fürsorge als erstrebenswert betrachtet, während das rechte Lager Anstrengung und Dominanz belohnt. Aber ist es denn überhaupt der Fall, dass mehr Frauen tendenziell links eingestellt sind? Wenn man sich das Wahlverhalten ansieht, hält sich das Geschlechterverhältnis ungefähr in die Waage. Außer bei Blau und Grün. Bei der letzten Europawahl 2019 machten mehr Frauen als Männer bei den Grünen ihr Kreuz und mehr Männer als Frauen bei der AfD. Auch bei der Bundestagswahl 2017 war dieser Trend zu beobachten und innerhalb der Parteien setzt sich dieser fort. So können die Grünen den größten Anteil an weiblichen Mitgliedern verzeichnen, während die AfD Spitzenreiter bei den Männern ist. Daraus lässt sich durchaus eine Tendenz ableiten, vor allem je jünger die Betreffenden sind. Wie kommt das nun zustande? Schauen wir es uns an. Wie es sich, laut meiner Kommentare, für eine richtige Nazi-Tusse und Rassistin gehört, beginnen wir mit Biologie. Und weil wir hier weibliches Verhalten untersuchen, starten wir mit einer Abgrenzung zu ihren Gegenstücken, den Männern. Auch wenn Gender-Study-Absolventen uns weismachen wollen, dass Geschlechtsunterschiede lediglich sozial konstruiert sind, so sprechen doch die Vielzahl an somatischen und kognitiven Geschlechtsunterschieden eine vollkommen andere Sprache. Eine kleine Zusammenfassung beginnend mit den allgemein bekannten Fakten. Abgesehen von den primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen wären da in erster Linie Körpergröße, Körpergewicht und Muskelkraft zu nennen. Was auch erklärt, warum es im Sport geschlechtsspezifische Beurteilungen gibt. Weitere Unterschiede zwischen Männern und Frauen finden sich im Hormonhaushalt, der Hirngröße, Substanzdichte einzelner Hirnregionen und Hirnaktivität. Im kognitiven Bereich erzielen Männer durchschnittlich bessere Leistungen bei Aufgaben zum räumlichen Vorstellungs- und Orientierungsvermögen, während Frauen bei sprachlichen Fähigkeiten höhere Werte erzielen. Innerhalb der IQ-Verteilung überwiegen Frauen in der Mitte, Männer an den jeweiligen Enden, was bedeutet, dass diese sowohl unter den Hochbegabten als auch unter den intelligenzgeminderten Spitzenpositionen einnehmen. Das sieht man auch deutlich in der Geschlechtsverteilung der Mitglieder des Schweizer Mensa-Vereins. Etwa 70% sind männlich, 30% weiblich. Auf der anderen Seite wird der Darwin Award, also der Preis für die Menschen, die aufgrund besonders großer Dummheit aus dem Genpool ausgeschieden sind, an signifikant mehr Männer verliehen. Männer bewegen sich zumeist in Extremen, Frauen im Mittelfeld. Auch im Gesundheitsbereich zeigen sich deutliche Unterschiede, etwa in Empfindlichkeit gegenüber Schmerzen und Umweltfaktoren, sowie den körperlichen und seelischen Reaktionsmustern auf Stress. Frauen erkranken häufiger an Osteoporose, Depression, Alzheimer und Multipler Sklerose. Männer leiden dagegen häufiger an Verhaltensproblemen, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, Krebs und Atemwegsinfekten. Darüber hinaus treten zahlreiche Krankheiten wie etwa Herzinfarkt bei Frauen mit völlig anderen Symptomen zutage als bei Männern. Es gibt sicherlich noch mehr Unterschiede, aber belassen wir es erstmal dabei. Wir halten fest, Männer und Frauen sind schon allein rein physisch nicht gleich. Und es ist nur logisch, dass sie sich infolgedessen auch in ihren Verhaltensweisen voneinander unterscheiden. Detaillierte Gründe hierfür finden wir, wenn wir uns die Differenzen nochmal auf neurowissenschaftlicher Ebene ansehen. Eine breit angelegte US-amerikanische Studie mit über 20.000 Menschen ergab, dass das Gehirn von Frauen sowohl in Ruhe als auch beim Lösen von Aufgaben aktiver ist als das von Männern. Einer dieser aktiveren Bereiche ist der präfrontale Kortex, welcher Impulskontrolle, Aufmerksamkeit und Entscheidungen regelt. Auch das limbische System, verantwortlich für Emotionen und Angst, zeigte mehr Aktivität. Dies könnte erklären, weshalb Frauen zu mehr Selbstkontrolle, Empathie, Intuition und kooperativem Verhalten neigen. Ein wichtiger Erklärungsansatz in Sachen Hirnaktivität betrifft das Belohnungssystem. Der Streifenkörper in der Hirnmitte, zuständig für Verhalten und Gefühlsverarbeitung, wird bei Frauen stärker stimuliert, sobald sie sich großzügiger verhalten, was infolgedessen positive Gefühle auslöst. Das ergab ein Experiment von Neuroökonomen an der Universität Zürich, bei denen Frauen und Männer angehalten wurden, einen Geldbetrag zu verteilen. Und während das weibliche Gehirn prosoziales Verhalten honorierte, aktivierte egoistisches Handeln das Belohnungssystem der männlichen Hirnträger. In einem nachfolgenden Experiment wurde der Versuch mit Dopamin, also Glücksgefühl,
Gefühl hemmenden Medikamenten wiederholt, woraufhin sich die Frauen im Vergleich zu vorher signifikant egoistischer und die Männer sozialer verhielten. Ziemlich kranker Scheiß, oder? Das Gehirn von Frauen fördert also Altruismus, das von Männern Egoismus. Behalten wir das im Hinterkopf. Männer- und Frauengehirne sind auf den ersten Blick nicht wirklich voneinander zu unterscheiden. Weibliche Gehirne sind zwar in der Regel etwas kleiner, aber die Masse allein sagt noch nichts über die geschlechtliche Verortung des Trägers aus, weil ein kleines Gehirn auch einem kleinen Mann gehören kann und vice versa. Einzig ein winziger Nervenzellkern im Hypothalamus gibt Auskunft darüber, welchem Geschlecht die jeweilige Hirnmasse zuzuordnen ist. Es handelt sich dabei um den Nucleus preopticus medialis. Dieser Nervenzellkern ist bei Männern stärker ausgebildet als bei Frauen und gehört zum menschlichen Sexualzentrum, wo er nicht nur für den Sexualtrieb, sondern auch für Dominanz und Aggression verantwortlich gemacht wird. Im weiblichen Gehirn existiert diese gemeinsame Schaltzentrale nicht, weswegen dieser Kern auch kleiner ist. Das heißt, Aggression und Sexualtrieb werden an anderer Stelle in anderen Nervenzellkernen geregelt. Interessant ist auch, dass homosexuelle Männer einen deutlich kleineren Nucleus preopticus medialis haben als heterosexuelle. Umgekehrt ist es bei lesbischen Frauen. Bei ihnen ist der Nervenkern größer als bei ihren heterosexuellen Geschlechtsgenossinnen. Von Hirnunterschieden kann natürlich nicht gesprochen werden, ohne auch die Relevanz von Hormonen zu erwähnen. Wie die meisten wissen dürften, haben Hormone einen elementaren Einfluss auf unsere Stimmung und unser Verhalten. Jede Frau, die ihren Zyklus ein bisschen im Blick hat, weiß das. Hormone können dich zu einem vollkommen anderen Menschen machen. Bei mir persönlich gibt es meist einen Tag während meiner prämenstruellen Woche, da ist es besser, mich nicht anzusprechen. Glaubt mir. Das Hormon, das uns im heutigen Zusammenhang interessiert, ist jedoch ein vollkommen anderes. Testosteron. Wie wir wissen, produzieren beide Geschlechter männliche und weibliche Geschlechtshormone, wenngleich in unterschiedlichen Mengenverhältnissen. So zirkuliert im männlichen Körpern bis zu 10-mal mehr Testosteron als im weiblichen. Und was dieses Hormon für eine Wirkung hat, können wir ja bei dessen Vergabe an transsexuelle Frauen sehen. So steigert die Behandlung mit Testosteron Lebenslust, Libido, Ausdauer, Dominanz, Aggression und Risikobereitschaft. Und noch ein Hormon spielt eine entscheidende Rolle. Cortisol. Ein hoher Cortisolspiegel sorgt für mehr Angst vor Schmerz und Bedrohung. Testosteron hemmt dieses Stresshormon jedoch. Aufgrund des geringen Testosteronlevels bei Frauen kann sich dieses Hormon demnach viel freier entfalten als bei Männern. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Rein aufgrund der physischen Veranlagung ergeben sich für Frauen folgende typische Eigenschaften. Sie sind empathischer, intuitiver, verhalten sich sozialer und kooperativer, sind aber auch stressanfälliger, weniger dominant, weniger aggressiv, ängstlicher und infolgedessen vorsichtiger. Wie führen diese Eigenschaften nun zu einer Bevorzugung des linken Milieus? Finden wir es heraus. Beginnen wir mit der Empathie, die wie folgt definiert wird. Ich kann nachfühlen, wie mein Gegenüber empfindet. Achtung, nicht lediglich rational begreifen, fühlen. Ich empfinde deinen Schmerz, als wäre es mein eigener. Diese Eigenschaft ist manchen Menschen mehr gegeben als anderen. Und sie ist messbar. Simon Baron Cohen von der University of Cambridge hat einen 60-Punkte-Fragebogen entwickelt, welcher den EQ, also den Empathiequotienten von Erwachsenen, eruiert. Vorrangig, um das Ausmaß sozialer Beeinträchtigungen bei Krankheiten wie etwa Autismus zu bewerten. Nicht wenig überraschend schneiden Frauen mit dem Schnitt 50,4 Punkten deutlich besser ab als Männer mit durchschnittlich 41,9. Ich habe übrigens einen Score von 53. Das geht an alle meine Kritiker, die meinen, ich hätte keine emotionale Intelligenz. Empathie ist Voraussetzung für ein harmonisches Zusammenleben. Sie kann allerdings auch ausgenutzt werden. Wenn wir uns linke Themen ansehen, die Klimakrise, die armen Flüchtlinge, die diskriminierten Frauen, die armen Schwarzen, die Menschen mit Behinderung, die armen Non-Binaries. Frauen sind besser imstande, sich in die Lebenssituation dieser Menschen einzufühlen, vorausgesetzt, sie werden ihnen entsprechend präsentiert. Was getan wird, wie viel das dann mit der Realität zu tun hat, ist zweitrangig. Das haben die Linken den Rechten voraus. Sie sprechen die für Frauen relevanteren Emotionen an. Wir erinnern uns. Im linken Spektrum ist man vor allem solidarisch mit den Schwächeren und will ihnen behilflich sein. Dass Frauen eher zu einer solchen Hilfsbereitschaft neigen, sehen wir auch an ihrem Anteil von 80% in den sogenannten Helferberufen, wie beispielsweise Krankenschwester, Altenpfleger, Sozialpädagogen und so weiter. Und das, obwohl gemeinhin bekannt ist, dass diese Berufe gemessen an ihrem Aufwand alles andere als profitabel sind. Der Anteil an Helfersyndromen dürfte dementsprechend hoch sein. Bei einem solchen Syndrom stellt der Betroffene die Bedürfnisse anderer über seine eigenen, was eine nahezu zwanghafte Hilfsbereitschaft nach sich zieht, über die man seinen Selbstwert definiert. Dass dieses mehr Frauen zu eigen ist, erscheint aus neurologischer Sicht auch nicht ganz unlogisch, wenn das weibliche Belohnungszentrum altruistisches Verhalten honoriert, wie wir gelernt haben. Ich denke, das höhere Maß an Empathie ist auch ein Grund dafür, weswegen vermehrt auf diesen historischen Verantwortungsquatsch angesprochen wird. Wenn man darüber nachdenkt, ist es totaler Schwachsinn. Aber rein emotional berührt es. Wir waren schon damals Opfer und wir sind es heute. Das damit einhergehende Mitgefühl löscht jedwede Logik aus. Zur Intuition. Intuitiv zu sein bedeutet, zu Einsichten und Entscheidungen zu gelangen, ohne dabei von seinem Verstand Gebrauch zu machen oder eine Überprüfung der genauen Faktenlage vorzunehmen. Man hört auf sein Gefühl.
Dass Frauen dieser Eigenschaft mehr gegeben ist als Männern, beweist unter anderem ihr Hang zur Religiosität, der sich nicht nur in ihrer Aktivität innerhalb der 5 großen Weltreligionen zeigt, sondern auch in ihrer stärkeren Vertretung innerhalb der New Age-Spiritualität und dem Hang zum Aberglaube. Versteht mich nicht falsch, ich halte Intuition für eine gute Sache. Manche Dinge kann man nur mit dem Herzen begreifen. Und überdies kann sie extrem nützlich sein. Hätte ich auf meine Intuition gehört, die mir im August 2015 den klaren Impuls gab, nicht zu dieser Reitstunde zu gehen, wäre ich wohl nicht mit eingetretenen Schneidezähnen und gespaltener Oberlippe im Krankenhaus gelandet. Intuition ist also nützlich, aber auch deine Intuition kann manipuliert werden, insbesondere bei einseitiger Berichterstattung der Medien. Kombiniert man das mit der Tatsache, dass Frauen sich Umfragen zufolge weniger für Politik interessieren und noch weniger selbstständig informieren, wundert ihre Tendenz zum linken Mainstream hin noch weniger. Ein weiterer Faktor ist das ungleich verteilte Selbstvertrauen der Geschlechter oder der Confidence Gap, wie einige Feministen es so schön betitelten. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass Männer selbstsicherer sind als Frauen. Das liegt zum einen daran, weil Männer eher dazu neigen, sich und ihre Fähigkeiten zu überschätzen, während bei Frauen das Pendel in die gegenteilige Richtung schwingt. Es hat aber auch etwas mit dem Umstand zu tun, dass Männer ihre Selbstsicherheit größtenteils aus sich selbst herausschöpfen, während der Selbstwert der Frauen mit den Rückmeldungen ihres Umfelds korreliert. Frauen sind infolgedessen viel abhängiger davon, gemocht zu werden. Nun legt die vierte Macht in diesem Staat, die Medien, sehr genau fest, wer Freund und wer Feind ist und wie mit jenen zu verfahren ist, die zu letzterem gezählt werden. Wer nicht mit der Masse mitschwimmt und sich weigert, in den Hassgesang auf AfD, Klimaleugner und Querdenker einzustimmen, ist sozial nicht länger erwünscht. Der Grund, weswegen unter den einsamen Wölfe-Terroristen keine einzige Frau zu finden ist, ist der, dass Männer das Außenseitertum besser imstande sind auszuhalten. Und es könnte auch eine Erklärung für das Überlaufen diverser Frauen ins linke oder zentristische Lager sein. Natürlich nur, insofern zuvor eine Cluster-B-Persönlichkeit ausgeschlossen werden konnte. Man muss es ertragen können, dem Gruppenzwang zu widerstehen und zu den Bösen und Ausgestoßenen zu gehören. Vor allem, wenn es mit dem Risiko einhergeht, Arbeitsplatz, Bankkonto und körperliche Unversehrtheit einzubüßen. Hinzu kommt, dass Frauen nachweislich manipulierbarer sind und sich von den Urteilen anderer weitaus mehr beeinflussen lassen. An der Uni Tübingen wurde ein diesbezügliches Experiment durchgeführt, in welchem den Probanden ein Intelligenztest vorgelegt wurde, bei dem normalerweise keine geschlechtsspezifischen Unterschiede auftreten. In diesem Fall ließ man vor dem Versuch jedoch die eine Gruppe wissen, dass Frauen diesen Test besser absolvieren, während man der anderen mitteilte, dass Männer bessere Ergebnisse erzielen. Und tatsächlich führte die positive Information zu einem besseren Testergebnis, während die negative ein schlechteres zur Folge hatte. Dieser Effekt war bei Frauen stärker zu beobachten gewesen als bei Männern, auf welche die negative Information kaum Einfluss hatte. Wie wir gelernt haben, sind Frauen aufgrund ihres geringen Testosterongehalts weniger aggressiv und dominanzbestrebt, sowie durch ihren Cortisolspiegel ängstlicher und infolgedessen vorsichtiger. Das hat auch Auswirkungen auf ihren Umgang mit Konflikten. Reaktionsmuster, die bereits im Kindesalter zu beobachten sind. Während Mädchen Konflikte untereinander überwiegend verbal austragen, neigen Jungen zu mehr direkt physischen Handlungen. Außerdem erleben Mädchen zwischengeschlechtliche Konflikte als heftiger, während sie von Jungen als sehr viel moderater wahrgenommen werden. Sie berichten infolgedessen auch von weniger Streitereien mit Mädchen als umgekehrt. Für Männer sind heftigere Konfrontationen also etwas, das sie zumeist von Kindheit an gewohnt sind. Dementsprechend gehen sie damit im Erwachsenenalter auch anders um, während Frauen von Anbeginn zu einem eher harmonisierenden, verbal kooperativen Verhalten neigen. Kommt man ihnen jetzt mit Themen wie kulturelle Aneignung und strukturellem Rassismus, die konfliktreich sind, weil sie mittels direkter wie indirekter Beschuldigungen dein Selbstbild herausfordern, sind Frauen geneigt, eine verständnisvollere Position einzunehmen. Nicht nur, weil sie gelernt haben, zu kooperieren, sondern auch, weil Frauen aufgrund ihres geringeren Testosteronspiegels es weniger bewerkstelligt bekommen, in Distanz zu ihren Emotionen zu gehen und deshalb sensibler und emotionaler auf negative Gefühle reagieren. Denn man ist ja auch empathisch und die Empfindung des Gegenübers kann man nicht negieren. Dieser Mensch ist ein Betroffener, ein Opfer. Ihm muss geglaubt und geholfen werden. Denn wer könnte ein besserer Experte für seine Probleme sein, als diese Person höchst selbst? Man reiche ihr das diagnostische und statistische Handbuch psychischer Störungen. Unterschiedliche Konfliktlösestrategien haben noch eine andere verhaltensmodifizierende Emotion zur Folge. Neid. 2012 wurden für eine Umfrage 12.000 Menschen gefragt, um was sie das jeweils andere Geschlecht beneiden. Platz 2 der Dinge, um die Männer Frauen beneiden, belegte die Antwort: gar nichts. Immerhin 26,3%. Umgekehrt findet sich diese Zahl nicht, woraus geschlussfolgert werden kann, Frauen sind neidischer. Jemanden etwas zu neiden heißt übersetzt, ich hätte gerne das, was der andere hat, fühle mich selbst allerdings nicht in der Lage, dies zu erreichen. Wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass Frauen mit einem geringeren Selbstwertgefühl ausgestattet sind, ist diese emotionale Reaktion nur eine logische Konsequenz. Und es begründet auch feministisch-männerfeindliche Tendenzen, sowie die aberwitzigen Forderungen nach Quoten, weil man sich mit Hilfe dieser nämlich nicht mehr anzustrengen braucht. Ich kann nachvollziehen, wenn einige nun erbost einwerfen, dass das weibliche Neidgefühl ja wohl absolut gerechtfertigt ist. Insbesondere, wenn man den Gender Pay Gap und die historische Komponente mit einbezieht. Wie soll man da auch nicht neidisch werden als Frau und sich ohnmächtig und klein fühlen? Abgesehen davon, dass ich es für kontraproduktiv halte, sich seinem Gefühl so derart hinzugeben, dass es ein eigenes Momentum entwickeln kann, statt es adäquat zu reflektieren und zu bearbeiten, werde ich auf die genannten Vorwürfe eingehen. In einem anderen Video. Hier möchte ich erstmal nur diesen Fakt festhalten.
Es gibt ja Stimmen, die behaupten, dass politisches Wahlverhalten viel mehr von Bildung und Beruf determiniert wird als dem Geschlecht. Und in gewisser Weise stimmt das auch, weil Männer und Frauen nach wie vor unterschiedliche Berufswahlen treffen, wie allgemein bekannt ist. Weil es vor allem Akademikerinnen sind, die mit linken Positionen auffallen, werfen wir einen kleinen Blick auf die akademische Welt. Bei der Gesamtanzahl der Studenten in Deutschland hält sich das Geschlechterverhältnis ungefähr die Waage. Nicht so bei der Wahl des jeweiligen Studienfachs. Wie wir sehen, zählen zu den 10 beliebtesten Studienfächern der Männer 6 MINT- sowie 3 rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Fächer. Überhaupt nicht vertreten sind Geisteswissenschaften. Bei den Frauen ist Biologie das einzige Fach aus dem MINT-Bereich. Ansonsten favorisieren sie rechts- und wirtschaftswissenschaften sowie sozial- und geisteswissenschaftliche Fächer. Allein die Art und Weise, wie diese jeweiligen Fächer studiert werden, unterscheidet sich zum Teil erheblich. In den naturwissenschaftlichen Fächern geht es simplifiziert ausgedrückt in erster Linie um Formeln, Gesetzmäßigkeiten und technische Anwendungsmodalitäten ohne jeglichen menschlichen Bezug. In den von Frauen dominierten ist der Mensch Mittelpunkt des Geschehens und das Lesen und Schreiben von Texten spielt eine übergeordnete Rolle. Deshalb lassen sich solche Sachen wie das Gendern in derlei Fachgebieten auch viel besser etablieren. Und das bekannte Linksextremismusproblem der Universitäten spielt sich auch nicht im MINT-Bereich ab, sondern eben in jenen von Frauen bevorzugten Fächern. Der von Rudi Dutschke geforderte lange Marsch durch die Institutionen ist in diesen Bereichen geglückt, was natürlich auch die jeweilige Forschung tangiert, denn wie diese im Gegensatz zu den Naturwissenschaften betrieben werden, ist mit Untergrund verschieden. In den Sozial- und Geisteswissenschaften arbeitet man vermehrt mit qualitativen statt quantitativen Forschungsmethoden. Das bedeutet, man hat nicht den Anspruch, die Realität mittels statistischer Mittel abzubilden, sondern möchte lediglich Zusammenhänge erklären. Dass derlei Methoden weitaus anfälliger für ideologische Einflüsse sind und viel mehr dazu dienen, bereits bestehende Narrative zu bestätigen, hatte ich ja bereits in früheren Videos ausgeführt. Darüber hinaus ist zu bedenken, auch Universitäten sind Echokammern. Ein Diskurs findet nicht statt. Es gibt keine Widerrede zum Gendern oder intersektionalem Feminismus. Zudem gelten Universitäten als die höchsten Bildungseinrichtungen und es ist verständlich, dass der Besuch einer solchen zu einem elitären Gefühl führen kann. Und was macht ein solches elitäre Gefühl mit den Menschen? Es erhebt sie über andere. In diesem Fall über den ungebildeten Pöbel, der nicht verstehen will, weshalb Rassismus gegen Weiße nicht existiert. Wie zugänglich man bestimmten Argumenten ist, hängt auch maßgeblich von der Person ab, die mir gegenübersteht. Wenn ich diese für dümmer halte, wird mir das Zuhören schwerfallen. Nächste Haltestelle, Elfenbeinturm. Die Zugänglichkeit zu Argumenten ist natürlich auch geschlechtsabhängig. Schon als Kinder neigen wir dazu, gleichgeschlechtliche Interaktions- und Spielpartner zu bevorzugen. Dies setzt sich im Erwachsenenalter größtenteils fort, insbesondere wenn es um geschlechtsspezifische Probleme geht. Nicht ganz zu Unrecht. Ein Mann wird nie ganz nachvollziehen können, was es heißt, eine Frau zu sein und umgekehrt. Wir besitzen nachweisbar unterschiedliche Lebensrealitäten. Darum lassen Frauen sich lieber von Frauen vertreten und sie vertrauen ihnen eher, wenn sie frauentypische Probleme und deren Ursprünge anprangern. So, und nachdem wir das nun alles geklärt haben, was kann die politische Rechte tun, um mehr Frauen anzusprechen? Was ich in erster Linie wichtig finde, ist, dass der Begriff rechts seinen Schrecken verliert. Es gibt viel zu viele Verirrte, die glauben, rechts ist gleich Neonazi. Es wird uns natürlich nicht leicht gemacht, weil die Medien dieses Narrativ bis zum Erbrechen pushen. Aber all diejenigen, welche verstummen, weil sie Angst davor haben, in die rechte Ecke gestellt zu werden, tragen ihren Teil ebenfalls dazu bei. Ich kann das nachvollziehen. Die Angst vor dem Ausgeschlossensein ist eine durchaus reale. Aber wenn wir nicht intervenieren, wird es sich aufgrund unserer Passivität nur weiter verschlimmern. Und rechte Positionen einzunehmen, für einen souveränen Nationalstaat zu stehen, für Patriotismus und Eigenverantwortung, ist nichts Schlimmes, nur weil ein paar Hysteriker es dauernd dazu machen wollen. Wo es eine Mitte gibt, gibt es natürlich auch rechts und links. Wir leben in einer dualistischen Dimension. Hier hat alles sein Gegenstück. Mal abgesehen davon wundert es mich auch ein wenig, dass immerzu nach Demokratie gebrüllt wird, aber echter Meinungspluralismus nicht erwünscht zu sein scheint. Sollten in Meinungsäußerungen tatsächlich Volksverhetzung und Beleidigung zutage treten, gibt es hierfür doch Gesetze. Also wozu die Aufregung? Zeigt mich doch einfach an, wenn ich so schlimme Äußerungen tätige, dass sie nicht auszuhalten sind. Und ihr, die ihr auf meiner Seite steht, bekennt euch. Souverän und unaufgeregt. Ja, ich bin rechts. Und weiter? Wo liege ich falsch? Vor allem, wenn ihr eher mittig steht. Entwickelt Selbstvertrauen. Geht durch die Angst. Der Begriff muss seinen Schrecken verlieren, anders kommen wir hier nicht zurande. Denkt auch bitte daran, wenn ihr euch zu uns bekennt, dann steht ihr für ein ganzes Spektrum. Also seid keine Arschlöcher, die Menschen beleidigen, nur weil sie andere Ansichten vertreten. Werdet erwachsen und argumentiert wie normale Menschen, nicht wie Kindergartenkinder. Weder auf der Straße noch im Internet. Denn euer Verhalten diskreditiert am Ende uns alle. Wo wir schon beim Thema Vorbilder sind. Um mehr Frauen anzusprechen, braucht es natürlich mehr Frauen, weil die Geschlechter sich, wie erwähnt, aneinander orientieren.
egal ob im öffentlichen oder privaten Raum. Wenn ihr also selbst weiblich seid und rechte Positionen vertretet, müsst ihr nicht unbedingt einen YouTube-Kanal gründen. Beschäftigt euch mit der Thematik, legt euch Zahlen und Argumente zurecht, macht den Mund auf und steht für euch ein. Und wenn ihr Angst verspürt, dann konfrontiert euch mit dieser. Wir wissen ja jetzt, dass wir allein aufgrund unseres Hormonhaushalts zu weniger Risikobereitschaft neigen. Das sollte euch zur Selbstvergebung gereichen, aber nicht als Ausrede fungieren. Wie gesagt, das beste Mittel gegen Angst ist die direkte Konfrontation mit dieser. Glaubt mir, es wird euch befreien. Organisationen sollten natürlich ebenfalls auf einen entsprechenden Frauenanteil achten. Und bitte stellt nicht immer diese maskulinen Frauen oder hohle Instagram-Models in die ersten Reihen. Ihr wollt Frauen ansprechen, keine Männer. Sympathie spielt selbstverständlich ebenfalls eine Rolle. Ich mache es im Grunde falsch, weil ich auf viele Menschen durch meine Art arrogant und belehrend wirke, was ich verstehen kann, aber nicht ändern. Deswegen macht es besser als ich. Um mehr Frauen anzusprechen, hilft es natürlich, sich mit ihrer Lebensrealität auseinanderzusetzen, ihre Sorgen und Ängste zu verstehen. Und damit meine ich nicht den von Neofeministinnen herbeifantasierten, sondern jenen, die in der realen Welt existieren. Viele Frauen leiden beispielsweise unter dem Spannungsverhältnis zwischen ihrer Mutterrolle und dem Beruf, weil sie in beiden aufgrund der zeitlichen Anforderungen nie wirklich genug sein können. Und der Neofeminismus tut den Frauen keinen Gefallen, wenn er die Zeit, die eine Mutter zu Hause bei ihren Kindern verbringt, als verschwendet ansieht, weil sie damit ja kein Geld verdient. Tatsächlich sind Frauen viel mehr von Altersarmut betroffen als Männer, wobei ihr Mangel an finanzieller Bildung und die hohen Scheidungsraten meines Erachtens eine größere Rolle spielen als Schwangerschaften. Eine weitere Problematik ist, dass der heutige Neofeminismus lediglich männliche Eigenschaften als erstrebenswert ansieht. Frauen sollen so stark, so mächtig, so karriereorientiert, so sexuell aktiv wie Männer sein. All die weiblichen Eigenschaften wie Harmonie, Sanftmut, Hingabe und Fürsorge, um nur einige zu nennen, sind nicht länger der Rede wert. Das tut Frauen im Endeffekt nicht gut, weil es ihre ursprünglichen Eigenschaften vollkommen verkennt und die wertvolle Beziehung zu ihrer Weiblichkeit beschneidet. Ich sehe nicht, dass das linke Spektrum sich dieser Thematik bewusst ist, deshalb kann man hier echte Lösungsansätze und Gegenentwürfe bieten, welche über das bloße Fordern von Frauenquoten in Vorständen hinausgehen. Wenn ihr euch mit Frauen unterhaltet, sprecht die emotionale Ebene an. Appelliert an ihre empathische Seite. Stärkt auch eure eigene Empathie. Setzt euch mit Methoden des aktiven Zuhörens und gewaltfreier Kommunikation auseinander. Keine Konfrontation. Ein ruhiges, souveränes Auftreten. Fakten präsentieren, Fragen stellen. Keine Wunder erwarten. Solltet ihr Männer sein, überprüft und klärt euer Frauenbild. Wenn ihr Frauen insgeheim hasst, nicht imstande seid, ihnen mit Respekt zu begegnen, weil euch keine ranlässt, ihr ein Problem mit eurer Mutter habt oder meint, die Frauen auf Twitter stehen stellvertretend für alle Frauen, ist es nicht gerade produktiv, weder für die politische Arbeit noch im privaten Bereich. Also schaut euch eure Ursachen an und kommt in die Heilung. Und für alles Weitere wendet euch vertrauensvoll an Peter Frahm. Damit bin ich am Ende angelangt. Ich hoffe, die Inhalte in diesem Video konnten euch einen Großteil biologischer Weiblichkeit zugänglicher machen, egal welchem Geschlecht ihr angehört. Ich glaube ja, dass es etwas Erleichterndes haben kann, sich seiner eigenen Biologie bewusst zu werden. Nicht in einem deterministischen Sinne, sondern um den Umgang mit seinen eigenen Stärken und Schwächen zielführender und bewusster zu gestalten. Ich wünsche euch in jedem Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt ihr indes auf euch auf und gehabt euch wohl. Ciao. Und noch etwas. Meine über alles geliebten Freunde, mit denen ich vor 3 Jahren ein Theaterstück auf die Bühne gebracht habe, haben mich gebeten, mal ein bisschen Werbung dafür zu machen. Das mache ich hiermit. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ist ein politisches Stück, das einige Ereignisse der letzten 1,5 Jahre gut vorausgenommen hat. Und es ist sehr makaber. Also stellt euch auf was ein und viel Spaß beim Anschauen. Frauen erkranken häufiger an Osteoporose. Frauen erkranken häufiger an Osteoporose, Depression, Alzheimer und multipler Sklerose. Frauen erkranken häufiger an Kommt man ihnen jetzt mit Themen wie kommt man ihnen jetzt mit Themen wie kulturelle Aneignung und strukturellem Rassismus? Unterschiedliche Konfliktstrategien haben noch eine weitere verhaltensmodifizierende Emotion zur Folge. Es gibt ja Stimmen, die behaupten, dass politisches Wahlverhalten viel mehr von Bildung und Beruf determiniert wird.